Los, Attacke auf den großen Turm. Oh, es hat schon zwei. Oh, es hat einen Krieger ausgelöscht und was anderes. Was waren da? Oh, die Eusmidus-Reiter. Sie dürfen nicht entkommen. Und der Stegosaurus ist tot. Oh. Da mal das Kornfeld anknabbern. Und so zu so schauen, wie es schmeckt. Action. Ja, das sind ja alle, bis auf die Speer. Und los! Und los! Auf dem Weg! Gut. Zack, auf 1 gelegt alle. Und dann würde ich mal sagen, schicke ich mal nach oben den neuen Transporter. Ein Stegosaurus und zwar aus Midusreiter. Und ja, es könnte etwas dauern. Währenddessen baut Tarsloff mal hier einen Tarsloff-Turm, genau. Bau hier mal zwei Tarsloff-Türme hin. Stegosaurus meldet sich. Was? Blick schnell. Oh, Stegosaurus brauche ich ja gar nicht. Ich habe da so ein mobiles Feldlager. Dann bild mal einen Krieger aus. Was muss erlegt werden? Bereit zum Kampf. Krieger ist hier. Was muss erlegt werden? Was wollt ihr? Raffiniert. Als Minusreiter im Einsatz. Was muss erlegt werden? Geht so langsam. Was gibt's zu tun? Sieht einfach besser aus. Und sollte was aus dem Tempel kommen oder so? Was ich zwar bezweifle. Oder ich hier hinterrücks angegriffen werde von den Barbaren. Ich habe eine Idee. Was muss erlegt werden? Feindlich zu weit. Bereit zum Kampf. Ich habe eine Dann Idee. Blitz schnell. Habe ich hier wenigstens noch etwas? Wo ist denn das zweite Artefakt? Naja, gut, die Artefakte muss ich anscheinend nicht alle finden. Also wäre doch schon toll, wenn ich alle hätte. Geht's los?
Ich gehe vor. Sie dürfen nicht entkommen. Yippie! Ja! Yippie! Ja! Im Visier. Ein Volltreffer. Klick-Klack. Und die Eusmidos sind schon wieder weg. Ich gehe vor. Was ist zu tun? Aber dann soll ich noch was bauen. In wenigen Sekunden steht uns der Weg nach Valhalla offen. Die Musik heißt nichts Gutes. Oh. Da hat der Lichtkönig doch noch was zurückgelassen. Naja, es sind nur so eine Schare. Na gut, Schar kann man jetzt nicht sagen. So ein paar untote Axtkrieger. Auf dem Weg, auf dem Weg. Heinis, die da alle den Weg entlang kommen und 2000 Lebenspunkte haben und anscheinend recht zäh sind. Immer wenn man glaubt, alles gesehen zu haben. Ich war noch nie ein Freund von Zombie-Filmen. Ich hoffe nur, dass wir diese Ungeheuer überhaupt aufhalten können. Extra Bild. Okay. Oh, es wäre schlecht, wenn der Erzdruide stirbt. Dann habe ich niemanden zum Heilen. Kommt! Platz da! Auf dem Weg! Okay. Auf! Und Totenzählung. Ein Fluch. Na, dann bleibt doch hier, wenn ihr Angst habt. Preise die Götter. Habt Dank. Wir werden hier auf euch warten. Aber das... Lasst die Feiglinge hier. Preise die Götter. Wann, dass sie da warten? Ich warte jetzt erstmal, bis die sich geheilt haben. Was ist los? Macht euch bereit. Verbündet, neutral.
Hey, wo wart ihr? Ich will kämpfen. Reise ohne Umkehr. Nächste Aufgabe. Ja, nicht viel, es ist so, wie es aus, wie es vorgibt zu sein. Bla bla bla. Speichern. Ja. Dala. Endlich. Dieser Pfad führt nach Valhalla. Worauf warten wir da noch? Auf dem Weg. Ich gehe vor. Kommt. Statuen sind mir nicht geheuer. Ein untoter Killer, Valhalla-Wächter. Ah, das war. Auf dem Weg. Platz da. Auf dem Weg. Wäre eine Herausforderung, wenn alle davon aufstehen würden, weil die machen 500 Schaden. Macht euch bereit. Auf dem Weg. Kommt. Auf dem Weg. Okay. Auf dem Weg. Haben aber dafür wenig Lebenspunkte. Platz da! Ich will kämpfen. Endlich Action! Sehr Burschen. Macht euch bereit. Macht euch bereit. Sie dürfen nicht entkommen. Rock'n'Roll! Oh. Dieser Brunnen wird mir ewiges Leben verleihen. Leider trennen sich hier unsere Wege für immer. Den kaufe ich mir. Cole? Oh. Das ist ja ein bisschen untot. So, das hat er sein Ewigleben. Mit seinem Dasein als Untoter. Dürfen nicht entkommen. Und jetzt muss ich gegen Steingolems kämpfen. Die 150 Schaden machen. Und zwar Flächen. Ah, alles klar. Bist keine Maschine. Wahrscheinlich hier. Ah, geil. Riesige Steinstatue, uralter nordischer Mythen. Sieht etwas mürrisch aus. Wahrscheinlich eher unfreundlich. Rock'n'Roll. Ist euch dieser erste Vorgeschmack auf meine neuen Fähigkeiten gut bekommen? Ich hätte da noch einen Nachschlag anzubieten. Ich hab den Typen endgültig satt. Geht's los? Und los! Ich liebe diesen Composite-Bogen. So. Muss jetzt schneller gehen, nachdem ich den... Hey, so ein bisschen schon einmal angekratzt habe, also die Hälfte der Leben weg und so, also passt doch, würde ich mal so behaupten. Es scheint, als würden euch meine Spielzeuge zu schaffen machen. Bis jetzt steht es 2-0 für uns und deine Statuen gehen höchstens noch abstrakte Kunst durch. Pech für sie, ich habe noch weitere Helfer im Petto. Herr Cole! Warum kannst du nicht einfach mal die Klappe halten, Cole? Ach ja, ich mag diese Stelle.
Das, was zuvor kam, fand ich eigentlich richtig scheiße, aber so diese richtig scheiße. Es ist irgendwo jetzt nicht so knorke, irgendwie... Also zuvor wurde ich immer von drei Seiten immer angegriffen. Nicht von zwei, nein, von drei. Ein Volltreffer. Die wollten mich anscheinend schon auf der dritten Seite angreifen, aber da war ich gerade da oben und hab da abgebaut. Ich hab die gerade mal aufgehalten mit ihrem Dampfpanzer. Endlich Action! Okay. So einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Jetzt löffelst du deine eigene Suppe aus. Wow, der Kau läuft so zur Seite. Rock'n'Roll. Blitzschnell. Logisch. Was für ein Spaß. Oh, 150. Macht euch bereit. Ja, der Cole ist ja gerade so zur Seite gelaufen, so seitlich gelaufen. So, so mit seinen Schwertern, so. Irgendwie sah richtig genial aus. Obwohl er eigentlich gerade auslaufen sollte. Extra für dich. Das ist eure letzte Gelegenheit, aufzugeben. Zu gütig. Aber ich denke, wir bringen das auf unsere Art zu Ende. Ich will kämpfen. Rock'n'Roll. Es ist er tot. Auf nimmer Wiedersehen. Auf zum Tor. Ja. Und ich hab's in ungefähr auch wieder eine Stunde geschafft. Gefährlicher Weg. Okay. Ach, das Spiel mit dem Drachenclan. Okay. Aber ich würde dann sagen, an dieser Stelle sagen, wäre ich mal wieder heute fertig mit allem, meine Freunde. Und natürlich bewertet den Part, je nachdem wie euch gefallen hat. Oder eher gesagt, lieber in die Parts. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich Sun Bros, praise the sun. Und bis zum nächsten Mal. Jao!